Morgen, Leute. Heute seid ihr 24 Stunden im Leben von Janzel dabei. Deswegen lasst jetzt alle schon mal ein Like da und kommentiert mit Hashtag Team Pink. Guten Morgen. Ich nehme euch heute den ganzen Tag mit, weil so viele in meiner Community gefragt haben, ob ich euch mal einen Tag von Janzel Gül zeigen kann, Leute. So, dann fangen wir jetzt auch mal an, Leute. Frühmorgens, da bin ich immer schon fertig geschminkt und stehe vor meinem Bett auf. Nee, Spaß, Leute, ich habe mich für euch schon ready gemacht. Aber als nächstes mache ich auf jeden Fall diese Gardinen hier auf, damit ich hier ein bisschen schönes Tageslicht habe. Leute, seht ihr das? Also Buddle steht meistens früher als ich auf. Dann schaue ich immer in den Garten, ob er vielleicht da ist und schon vor mir aufgewacht ist. Aber ich denke, er ist immer noch nicht wach. Also Leute, normalerweise jetzt nach meinem Aufstehen gehe ich hier an meinen Schminktisch ran und dann mache ich mich für euch fertig. Also Leute, ich schmink mich hier, wie ihr sehen könnt, ist es schon richtig unordentlich, weil ich mich schon fertig geschminkt habe für euch. Und ja, das ist eigentlich immer wieder mein Ablauf. Aufstehen, gucken, ob Buddle schwach ist und danach mich halt ready machen. Also Leute, im Normalfall dauert das Ganze immer so eine Stunde. Aber diesmal habe ich anderthalb Stunden gebraucht, weil ich mich ein bisschen mehr aufgetakelt habe. Und ja, Leute, daran seht ihr, dass ich mich wirklich jeden Morgen so viel fertig mache für euch. Und ja, das geht halt immer nicht von einer Sekunde auf die andere, sondern ich brauche da schon meine Zeit, Leute. Guck mal, ich mache jetzt gerade ein bisschen matt, Bruder, damit ich jetzt nicht so schwitze. Als nächstes gehe ich in mein Ankleidezimmer und da suche ich mir dann mein Outfit auf Today aus. Heute habe ich mir gedacht, komm, ich ziehe mein süßes Kleid an. Das hatte ich auch lange nicht mehr an. Deswegen finde ich einfach mega cool. Und natürlich in Pink, Leute. Leute, mein Ankleidezimmer ist ein bisschen unordentlich. Das seht ihr jetzt nicht, weil ich die Kamera nicht drauf zeige. Aber ich kann euch ein nächstes Mal so eine Tour machen. Wer von euch möchte eigentlich mal mein Ankleidezimmer sehen? Kommentiert das mal. Weil dann kann ich das für euch machen oder vielleicht sogar in den Shorts. Okay, als nächstes bin ich jetzt auch im Badezimmer. Und wenn ich dann alles fertig gemacht habe, dann putze ich auch meine Zähne, damit ich einen richtig frischen Atem habe, Leute. Deswegen machen wir das jetzt. Ich nehme dann hier meine Zahnbürste, dort ist Badisch Zahnbürste. Dann nehme ich mir hier noch meine Zahnpasta. Okay, Leute, dann putze ich jetzt mal hier meine Zähne. So, I'm ready. Okay, und das mache ich jetzt ungefähr 3 Minuten, wenn ich das ausschalte. Ey, Leute, liebt ihr das eigentlich, Zähne zu putzen? Ich weiß, man muss es machen, aber Leute, das ist schon anstrengend. Egal, wir müssen ja perfekt sein, oder? Leute, dann bin ich auf jeden Fall fertig mit dem Zähneputzen und dann glänzt das natürlich nochmal und riecht auch super. Naja, dann gehe ich halt raus aus meinem Bad und dann gehe ich eigentlich runter und frühstücke. Und das ist meist so 10 oder 11 Uhr. Und ja, dann schaue ich auch natürlich, ob der Buddle schwach ist. Ey Leute, wo ist er denn eigentlich? Ich habe ihn gerade bis jetzt nicht gesehen. Ey Leute, ich habe gerade Buddle gesehen. Buddle, wo warst du denn gerade? Ja, ich war gerade Gassi mit Fendi. Was? Du warst aufgewacht? Gassi? Ja, also ich bin nicht nur aufgewacht. Ich habe mich schon fresh gemacht. Ich habe schon Zähne geputzt. Jetzt wollte ich eigentlich frühstücken. Sollen wir mal frühstücken? Ja, ich habe extra auf dich gewartet. Dann können wir jetzt endlich frühstücken. Leute, auf mich wartet man irgendwie immer am Ende. Warum wohl, Leute? Ich mache mich für euch nur so perfekt fertig. Und deswegen brauche ich auch lange. Wie lange brauchst du denn eigentlich? 5 Minuten. 5 Minuten? Ja. Leute, kommentiert mal, wie lange braucht ihr, um fertig zu sein? Fendi ist auch immer in einer Sekunde Fendi fertig. Fendi ist immer schön. Guckt euch das mal an. Sieht immer hübsch aus. Ey, Leute, lasst mal ein Like dafür, Fendi. Ja, und kommentiert, wie lange ihr braucht, um euch fertig zu machen. So, Leute, dann sitze ich eigentlich hier an meinem Esstisch. Und ja, oft bereitet Badisch dem Frühstück vor, Leute. Er ist einfach so ein Lieber. Und Fendi bellt jetzt. Hört ihr das? Hört ihr das alle? Wisst ihr warum? Weil wir jetzt frühstücken. Sie ist so eine Diva. Fendi, dein Essen habe ich dir doch schon vorbereitet. Guck mal, sie macht das extra. Leute, schaut mal, Fendi hat so eine Leckerli-Box. Und ja, da kriegt sie dann immer auch Leckerlis früh morgens. So ein kleines Stückchen. Leute, diese ganzen Sachen hat sie zum Geburtstag bekommen. Und seitdem haben wir das immer noch. Das kann sie ja natürlich nicht an einem Tag aufessen. Also, wenn ich frühstücke, dann kriegt Fendi auch immer ein kleines bisschen was zum Naschen. Fendi, schau mal, das ist für dich. Bitte schön. Und damit geht sie dann immer in die Ecke und dann gönnt sie sich. Und ja, dann kann ich auch immer in Ruhe essen. Also zum Frühstück esse ich oft immer Nutella-Brot oder sogar Cornflakes, je nachdem, worauf ich immer am meisten Lust habe. Aber ich glaube, diesmal habe ich Lust auf Cornflakes. Ich habe vorhin auch noch ein Paket zugestellt bekommen, Leute. Ich zeige euch das Ganze mal. Guck mal, Leute, ich war schön shoppen für euch. Ich habe hier richtig viele Süßigkeiten bestellt. Das Ganze teste ich in meinen Shorts. Also vergesst nicht, ein Abo dazulassen. Und ja, Leute, liked trotzdem nochmal alle dieses Video.
damit dieses Video auch viele Leute sehen. Weil Leute, vielleicht schaffen wir ja die 1 Million. Und dann habe ich nicht nur diesen silbernen Button, dann habe ich auch noch den goldenen, Leute. Nur noch 100.000 Abonnenten. Wir schaffen das, Leute. Und ja, dafür gibt es ja auch jeden Tag coolen Content für euch. Und deswegen diese Box. Ich freue mich schon, die Videos für euch zu drehen. Boah, was ist das denn? Es sieht auch voll lecker aus. Ja, und jetzt muss ich eigentlich auch schon anfangen zu arbeiten, weil was machen denn YouTuber? Sie drehen Videos für euch, Leute. Ich muss heute noch ungefähr 3 Videos drehen. Auch für meinen Gaming-Kanal, Leute. Einen Gaming-Kanal habe ich ja auch. Und dann drehe ich noch ein paar Shorts. Und das wird halt richtig witzig, Leute. Wir lachen uns auch jedes Mal kaputt. Und Leute, Barisch hilft mir auch immer bei den Videos. Deswegen ab jetzt Videos drehen, oder? Let's go! Also, wir machen jetzt als erstes Shorts. Und dafür brauche ich natürlich auch immer wieder mein Stativ. Oder halt, Barisch hilft mich. Aber da haben wir jetzt 2 Videos gleichzeitig filmen. Ist besser, dass ich mir jetzt hier ein Stativ aufbaue. So. Leute, dann kommt das Handy hier vorne rein. So, jetzt ist es auch drinne. Und jetzt kann ich eigentlich direkt meine Shorts anfangen. Und ich habe euch doch gerade gesagt, dass ich so eine riesige Kiste voller Süßigkeiten habe. Wir testen das jetzt sofort und drehen mal ein Short. Also Leute, so sieht das Ganze dann aus. Ich zeige euch das jetzt. Ich drücke jetzt einfach hier auf Play und dann ich teste heute für euch amerikanische Süßigkeiten. Und dann drücke ich nochmal auf Pause. Und dann plane ich halt meinen nächsten Move. In meinen Videos ist ja auch oft Barry dabei und ich zeige euch jetzt, wie Barry eigentlich funktioniert. Also Leute, das ist ja Barisch. So, er braucht auf jeden Fall Schuhe für Barry, weil er tut ja so, als wenn er kurze Beine hat. Barry hat kurze Beine, deswegen nehmen wir diese Schuhe hier. Genau, dann packen wir das so. Dann muss natürlich mein Knie da rein. Jetzt muss hier mein Knie rein. Ey, das ist ja auf jeden Fall schon mal klein. Das ist so lustig. Und dann, Barry hat immer komische Outfits, Leute. Dann ziehe ich das auch an. So. Und jetzt muss tatsächlich nur noch den Filter einstellen. Was geht, Leute? Der Barry ist am Start. Ja, Leute. Jancel, drehst du gerade so einen Tag im Leben von Jancel? Ja, das dreh ich, Barry. Da muss ja auch Barry mal am Start sein. Ja, das stimmt wirklich, Leute. Er ist wirklich immer ein Teil. Lass ein Like da und ein Abo da für Barry, was geht? Ey, Leute. Mein Lachen war nicht gespielt. Ich kriege immer so ein Lachflash, wenn ich mit Ihnen diese Videos drehe. Ey, guck mal, ich muss ja meine Tränen wegmachen, sonst geht noch mein Make-up weg. Ich kriege immer Lachflash. Er findet doch immer neue Sachen, ne, Leute? Barry ist so kreativ, also Barry ist der Beste. Was geht? Ja. Und wenn ich dann jetzt hier für meinen Hauptkanal alles gemacht habe, meine Shorts, meine Videos, dann gehe ich nach oben in mein Gaming-Zimmer. Also Leute, hier ist Barrys Gaming-Zimmer. Barry hat ja jetzt auch einen Kanal und ja, der gänzt sich einfach unnormal. Guck mal, was für ein großes Zimmer der hat. Hier produziert er auch immer seine Shorts. Aber jetzt gehen wir mal zu meinem Gaming-Zimmer. Ich wollte extra nicht das große. Barry weiß gar nicht, dass es hier so halt und so. Leute, das ist eigentlich nicht so gut, ne? Für Mikrofonton und so. Ich zeige euch das mal. Hört mal. Hallo! Hört ihr das, wie das halt? Leute, das nervt mich so. Deswegen wollte ich dieses Zimmer hier nicht. Und direkt neben Barrys Gaming-Zimmer ist Jancels Gaming-Zimmer. Und bei meinem Gaming-Zimmer hier muss ich halt immer richtig viele Sachen vorbereiten. So wie die Lichter anmachen, PC anmachen. Ich zeige euch das jetzt mal hier. Also man drückt dann hier so. Dann kommt das Licht auf jeden Fall da nach vorne zu mir. Und dann muss ich hier noch meinen PC anmachen. Leute, guck mal, so sieht das halt von meiner Perspektive aus. Guck mal, mein Mikrofon habe ich selber auch hier. Habe ich so richtig pink gemacht. Ich finde das einfach nur richtig cool. Dann habe ich mir noch hier so einen pinken Schaumstoff gekauft. Leute, wir sind Hashtag Team Pink. Natürlich muss das so krass aussehen. Leute, dann mache ich hier noch meinen PC an. Und guck mal, jetzt habe ich auch pink eingestellt. Wenn ihr euch jetzt fragt, wofür diese grüne Wand hier ist, das ist dafür da, dass ich in meinen Spielen, in meinen Gaming-Videos, halt ohne Background bin. Sondern, also die schneiden mich dann so aus. Und ja, dafür braucht man halt diese grüne Wand. Guck mal, hinter der grünen Wand, da habe ich das so ein bisschen cool gemacht. Also Leute, so sieht das auf jeden Fall aus. Barisch hat jetzt auch nicht die LEDs gerade anbekommen. Irgendein USB-Ding fehlt. Auf jeden Fall brauche ich das gerade nicht in meinem Background. Aber guck mal, das leuchtet so Regenbogen. Da ist so ein Pinata von Fortnite. Hier ist Steve von Minecraft. Da ist Mario. Und so eine Sachen habe ich halt im Background. Und hier ist eigentlich mein zweiter Button. Ja, das ist von meinem Gaming-Account, der Button. Also Leute, das ist jetzt mein Gaming-Setup und so sieht das Ganze aus. Ihr könnt auch gerne auf meinem Gaming-Account ein Abo da lassen. Auf meinem Gaming-Kanal, da heiße ich Jancel Gaming, deswegen lasst doch gerne ein Abo da. Hier unten in der Videobeschreibung habe ich auch nochmal meinen Kanal verlinkt. So, jetzt spielen wir mal eine Runde, oder? Und dann sieht das Ganze halt so aus, Leute. Ich halte manchmal auch so einen Videocall ein, damit ich mit Freunden zusammenspielen kann. Und hier, schaut euch mal das an. Da werde ich gerade aufgenommen, Leute. Seht ihr das? Guck mal. Yeah.
Und unser Spiel wird auch gleichzeitig aufgenommen, damit man das dann alles perfekt cutten kann. Und ja, jetzt nehme ich safe so 2 oder 3 Spiele auf. Und dann habe ich schon mal für die Woche ein paar Videos vorgedreht. So Leute, mein Video ist jetzt fertig gedreht und jetzt muss ja geschnitten werden. Und oft macht das Barisch oder sogar manchmal ich, je nachdem wer Zeit und Lust hat. So, ich habe nicht so oft Lust, aber ja, dem Barisch, den gefällt es ja auch eigentlich. Okay Leute, für YouTube haben wir jetzt alles gedreht, aber jetzt brauchen wir auch natürlich Me-Time. Leute, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt zum Fitness und dafür gehe ich jetzt nicht raus aus meinem Haus. Ich habe mir einfach ein Mini-Fitness-Center hier unten bei mir reingebaut. Also Fitness-Center, Fitnessstudio, ihr wisst doch, was ich meine, oder? Ich zeige euch das mal jetzt. Ich habe das einfach in komplett pink gemacht. So, jetzt sind wir in meinem Keller. Leute, das ist aber nicht nur ein Keller. Hier sind so krasse Räume. Ich zeige euch das jetzt mal gleich. So, jetzt machen wir aber erstmal Fitness. Zack, das ist mein Fitnessraum. Leute, wie findet ihr das? Ich finde das mega krass. Ich muss sowieso ein bisschen abnehmen. Also, ich habe ein bisschen zugenommen, Leute. Ich habe die letzten Tage zu viel Burger gegessen und so. Muss man jetzt ein bisschen auf Salat umswitchen. Ja, ich habe selbst übertrieben. Ist meine Schuld. Auf jeden Fall verbrenne ich hier jetzt meine Kalorien. Und ich zeige euch jetzt, was ich hier mache. Also, hier unten habe ich sogar so ein LED-Schild für ein bisschen mehr Pink im Raum. Leute, ich mache das Ganze jetzt mal hier an. Schaut euch das mal an. Und go. Obwohl, go. Oh, das sieht richtig cool aus. Guck mal, wie schön pink. Ich mache jetzt ein bisschen Sport und Leute, wir sehen uns jetzt gleich wieder. Let's go! Puh, Leute, nach meiner Fitness-Saison, mache ich das Ganze jetzt aus. Das LED-Licht kann da mal kurz anbleiben, weil ich finde das immer so schön, wenn dieser Raum pink leuchtet. Wisst ihr, was ich danach mache, Leute? Warisch, wo bist du eigentlich? Komme! Ja, komm. Wieso redet der wie Barry? Egal, auf jeden Fall rufe ich dann Barisch und dann machen wir uns einen richtig coolen Abend hier. Leute, das ist einfach mein Kinoraum. Ey, wie findet ihr das? Guck mal. Das Ganze hat doch Barisch selber gebaut. Barisch, wie bist du eigentlich auf diese Idee gekommen? Ja, ich dachte mir, jeder mag ein Kino, wir wollen ein Kino, ich baue ein Kino. Oha, voll krass, aber guck mal Leute, was er gemacht hat. Er hat einfach so etwas gebaut, so richtig cool. Da haben wir so 4 Stühle, das sind so extra Kinostühle. Guck mal, da kann man sogar so machen, man kann die so zumachen, man kann die auch auflassen. Hier kann man seine Getränke und Snacks hin tun. Und natürlich haben wir richtig viele Konsolen. Wir haben eine PlayStation 5, eine Switch. Wir haben einfach alles da, ne? Ey, lass uns mal kurz hier so einen Kinofilm anmachen und lass den Leuten mal zeigen, wie das eigentlich aussieht. Ja. Aber Leute, das hier mit diesem Basketballspielfeld hier, dieses Ding hier zum Basketball werfen. Das war auf jeden Fall meine Idee, weil ich fand das richtig cool. Ich dachte mir, warte mal, irgendwie fehlt etwas. Ich weiß, wir haben hier eine Spielkonsole und so, aber irgendwie fehlt so ein, wie nennt man sowas, Arcade-Game-Center-Ding. Und ja, habe ich mir jetzt angebaut und hoffentlich treffe ich. Wenn ich jetzt treffe, lässt ihr alle ein Like da. Leute, ich werfe jetzt sogar mit links. Also wenn ich nicht treffe, bitte lasst trotzdem mein Like da. Leute, ich bin kein Linkshändler. Oh, nein! Leute, ich würde mich trotzdem über ein Like freuen. Auf jeden Fall macht jetzt mal gerade uns einen Film an und dann zeige ich euch das Ganze mal. Wisst ihr, was ich eigentlich auch immer richtig cool an unserem Kinoraum finde? Seht ihr das, Leute? Ihr wisst ganz genau, was das bedeutet, oder? Leute, seht ihr das? Ich kann die Farben ändern. Guck mal, blau, grün. Wie wäre es mit orange, pink? Oh, Leute, ich liebe das. Und guck mal, überall wird das. Seht ihr das? Überall, auf dem ganzen Boden lang, ist dann so eine Farbe. Das ist so cool. Je nachdem, was für einen Film wir schauen, machen wir auch die Farbe. Auf jeden Fall suchen wir jetzt uns noch einen Film aus. Guck mal, hier gibt es einfach alles. Wir haben hier Netflix, Prime. Wir können hier alles gucken. Jetzt gucken wir einfach mal Minions. Also, ich muss auf jeden Fall den Lichtschalter ausmachen, damit es dunkel wird. Und dann natürlich auch noch die Tür, weil wir wollen ja nicht, dass hier Tageslicht reinkommt. So. Boah, Leute, schaut euch das mal an. Wie cool ist das denn bitte? Ey, warte, ich feiere das gerade voll. Ey, mega. Leute, kommentiert mal 1 bis 10, wie cool ist unser Kinoraum. Ich sag dir, 100 von 10. So, Leute, wir haben uns jetzt ausgeruht und einen Film geschaut gehabt. Und jetzt gehen wir nochmal Gassi, weil Fendi liebt es einfach, Gassi zu gehen. Leute, dann mach ich eigentlich nur die Tür auf und dann geht's hier raus. Ich ziehe hier diese Latschen an. Ey, Leute, irgendwie brauche ich Hashtag Team Pink Latschen. Was sagt ihr? Jetzt im Sommer wäre doch eigentlich voll der perfekte Merch, oder? Ja, auf jeden Fall muss ich jetzt so eine grauen Latschen anziehen. Die sehen echt cringe aus. So, dann geht die liebe Fendi immer so alleine Gassi und ich achte dann immer darauf. Fendi, was machst du? Leute, sie sucht sich jetzt immer so einen Mini-Ball. Aber wo ist denn ihr Ball? Das ist nicht ihrer. Oh mein Gott, Leute, ich hab's gefunden. Das ist Fendis Ball. Guck mal genau. Seht ihr diese Hundebissen? Guck mal, wie viel sie den gebissen hat. Leute, sie liebt diesen Ball über alles. Leute, guck, sie liebt das. Seht ihr das? Und holin!
Auf jeden Fall habe ich jetzt wieder Hunger bekommen. Ich habe mir jetzt auch was bestellt. Ja, Leute, sorry, aber es ist wieder ein Burger geworden. Leute, ich wollte noch abnehmen, aber Mann, was soll ich machen? Ich habe immer so richtig Lust auf Burger und irgendwas so Deftiges. Wisst ihr, was ich meine? Am liebsten würde ich sogar einen Döner essen, aber Mann, Leute, eigentlich hätte ich einen Salat bestellen sollen. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Schon wieder einen Burger. Vor allem, ich mache jetzt gerade Fitness. Ihr wisst gar nicht, wie viel ich dafür rennen muss, ne? Locker eine Stunde. Aber wisst ihr was? Ich muss jetzt, Leute, sagt, kommentiert mal euer Lieblingsessen. Vielleicht kann ich mich ja von euch inspirieren, aber wenn ihr auch nur Burger, Pizza oder so liebt, dann werde ich ja nie abnehmen können. Ey Leute, das ist einfach mein Lieblingsburger. Schaut mal ganz genau, das ist dieser Chili Cheese. Ich bin so verrückt nach scharf, ich liebe scharf. Aber wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Ich habe zweimal die obere Hälfte bekommen, seht ihr das? Eigentlich muss ja hier ein Boden sein von dem Brot. Hä? Guckt mal Leute, so sieht das aus. Boden? Obere Hälfte, Boden, obere Hälfte. Ich habe einfach zweimal obere Hälfte. Okay, Leute, es ist fast 23 Uhr und das ist eigentlich Schlafenszeit. Aber natürlich gehe ich noch in den Pool rein. Leute, ich kann das in meiner eigenen Farbe machen. Und schaut mal, hier ist es einfach richtig dunkel. Hier ist wirklich keiner mehr. Ich gehe jetzt in den Pool und lasse meinen Abend ausklingen. So, Leute, der Barry geht jetzt eigentlich auch in den Pool. Keine Ahnung, wo Barry ist, aber Barry ist am Start. Und Barry macht jetzt die Farbe, seine Lieblingsfarbe ist blau. Oh nee. Doch, Jansen. Okay, Barry, dann sag mal Tschüssi. Ciao, Leute, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. 1 Million.